Guten Abend, Leute, und herzlich willkommen zur ultimativen eiskalten Fußball-Challenge. Oh mein Gott, meine Hände frieren. Und Leute, wir haben natürlich heute sogar drei Special Guests, ja? Und zwar der erste ist Matti. Let's go! Süß! Was geht ab? Der zweite, Lukas, unser Torwart. Hey. Gangster, oder? Und Leute, heute noch einen neuen Gast, und zwar Nico. U17 Ingolstadt-Spieler, was geht ab? Zack. Servus. Oh, lautes Discussion aller Zeiten, hast du gehört? Ja. Ihr seht schon, wir haben alle fette Jacken an, Digga. Die Jungs sind sich nicht zu schade, trotzdem mit mir aufzunehmen. Erstmal Barca-Trikots anziehen. Heute alle Barca-Trikot. Nico ist Real-Fan. Egal, Leute, ich zwinge ihn trotzdem. Eins, zwei, drei. Das ist ohne Messi. Lukas, du bist ein bisschen breiter, ne? Für dich XL. Ich nehme das aktuelle. Ausrede. Ah, okay. Dann hast du Ausrede, ne? Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr reingerutscht, so wie ich damals bei Terme Erding. Jo, Pumpf, Digga. Ja, Bruder. Montag geht Fitnessprogramm los. Anton, er gibt dir ein Thermo. Nee, passt schon. Wie würdest du dann Barca-Trikot, ne? So, über das. Das ist aus dem Lacho. Nee, ich seh gut aus. Jo, warst du pumpen, oder was? Junge, ich war pumpen, Digga. Ihr wollt gar nicht wissen, wie er dafür Lukas, zahlen muss. Sixpack. Max, ich auch. Ey, Sixpack oder was? Soll ich mal meinen zeigen? Mach mal. Mit den Schuhen schlage ich heute die Jungs. VB10, Argentinien-Flagge. Bruder, ich schlage euch alle drei heute. Er steigert direkt. Lass mal einen fetten Daumen nach oben da für die Jungs. Es ist echt arschkalt. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber wir waren vor 3 Minuten Meckes. In die Nuggets, Alter. Ja, ein Around the World muss er erstmal sein, oder? Ja, sowieso, Alter. Wir vier sind startklar. Jungs, seid ihr bereit für die Challenge heute? Natürlich. Ja? Ja, perfekt. Aber Leute, bevor es losgeht, Matti und ich haben noch eine fette Ankündigung für euch. 2020 startet mit einem richtigen Kracher für euch, Leute. Und zwar, ich habe es ein Jahr lang geheim gehalten. Heute ist es soweit, der official Launch von unserer eigenen Fußball-Fitness-App, Leute. Matti ist auch ein Riesenteil von dem Projekt. Die App ist dafür da, dass ihr euch im Fußball verbessert. Wir haben hunderte von professionellen Trainingsvideos abgedreht, Leute. Matti, Marcel, Freestyler, wir haben ein Riesenteam von Experten. Ein Jahr lang Herzblut und Fleiß reingesteckt. Das Ganze zeigen wir euch jetzt. Die App heißt Football 3.0 und ist ab heute zum Download bereit, Leute. Auf jeden Fall gibt es viele Sections, Leute, unter anderem die Challenge-Section, wo ihr heute im Laufe des Videos auch noch erfahrt, wie ihr ein unterschriebenes Jadon Sancho-Trikot gewinnen könnt, von ihm persönlich. Kurzer Zwischenstopp bei mir zu Hause, Leute. Hier seht ihr das BVB-Trikot mit der originalen Unterschrift von Jadon Sancho und Brun Larsen hat hier auch noch unterschrieben. Ich habe ja mit den Jungs mal FIFA gespielt, 2 gegen 2 auf der Gamescom mit Ené noch zusammen. Das Wichtigste, Leute, ist hier der Workout-Bereich. Matti trainiert auch noch zusätzlich, weil man kann sich mit der Technik verbessern, Leute. Es gibt ganz viele Mental-Fitnessübungen auch, Regeneration und so weiter. Das Schöne ist, man kann es alles zu Hause machen, in seinem eigenen Zimmer. So, wenn ich freie Minute habe zu Hause, wenn mir langweilig ist, die Übungen zu machen, und es hilft auch wirklich weiter. Also man kann Stabilis-Übungen, damit man kräftiger wird, man kann Technikübungen, da ist alles Mögliche drin und ich kann jeden von euch empfehlen, auf jeden Fall. Also es gibt echt richtig, richtig viele Packs, das Ganze ist auch nach Position sortiert, Stürmer, Mittelfeld. So fängt jetzt zum Beispiel mal ein Pack an, Leute, mit den ganzen Warm-Up-Übungen. Das können wir jetzt erstmal überspringen, dann kommen wir direkt zu Matti. So sieht das dann quasi in der App aus, Leute. Das ist zum Beispiel Zé Roberto, so eine kleine technische Übung, Digga, um einfach mehr Ballgefühl zu bekommen. So, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das Ganze geht, geht man jetzt hier oben auf das I. Hier ist zum Beispiel das Description-Video jetzt, Ball mit der Sohle zur Seite ziehen. Also es wird euch alles auch genau erklärt, Leute. Da haben wir den Marcel, Digga. Frontal Side. High Pickup. Bam. Wenn ihr oben rechts hinklickt, wie gesagt, dann wisst ihr, wie das Ganze auch funktioniert. Das ist jetzt zum Beispiel der Trickbereich, Leute. Natürlich gibt es auch ganz normale technische Übungen. Also auf jeden Fall richtig fett, Leute. Es kommen ständig neue Updates dazu. Junge, Alter, ich bin schon ready. Die Jungs sind auch schon ready. Auf jeden Fall, Leute, ich würde euch bei der App das Jahresabo empfehlen. Und dann seid ihr bei ca. 3 Euro im Monat. Es kommen ständig neue Updates dazu. Wir haben hunderte von Videos. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Aufwand das war. Also wenn ihr das richtig ernst nehmt, Leute, es gibt auch ein Probeabo von der App. Und ja, checkt das auf jeden Fall mal ab. Link oben in der Videobeschreibung. Aber es gibt auch den Challenge-Bereich, wo ihr zum Beispiel das Sancho-Trikot gewinnen könnt später, was kostenlos ist. Und ja, ich würde sagen, wir wärmen uns erstmal auf. Ja. Ach Leute, FC Barcelona macht sich warm. Como estás? Busquets? Hey, muy bien, muy bien. Gracias, Sergio. Eine Mannschaft, die 3 Messis hat. Alle Dehnübungen, Leute, gibt es natürlich auch in der App. Vorne, vorne, weiter vorne. Ah. Erste Challenge, 4 verschiedene Positionen. Elfmeter, dann mache ich von hier Freistoß. Ich spiele ab, du legst ab. Ja. Und letzter Abwurf. Okay. Leo, Sergio, seid ihr bereit? Ja. Schnick, schnick, schnick. Ah. Wir haben die.
Schnick, schnack, schnuck. Ah. Okay, Leute, jetzt kommt eine Kampfansage, ja? Bist du bereit, Lukas? Ich wollte chippen, Digga. Oh. Der war stark gehalten. Stark. Ja? Mati? Sorry? Ah, war nicht schlecht, das Schuss. Ja, den mach ich rein, Digga, komm. Ole! 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 Zu leicht bin ich. Meine Kampfansage. Einfach nicht viel reden, nur schauen. Bye. Kampfansage. Ja? So, klassisch, 3 von 3. Es sind zwar 4 Schüsse, aber egal. Nein, so chippen. Oh. Ah, das ist schön geflattert, aber. Die beiden Jungs haben beide 2 Treffer. Wir haben einen breiten Punkt, oder? Und ich? 0. Ja. Ja. Beide Jungs bekommen 1 Punkt. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich das Ganze verliere, ziehe ich beim nächsten Challenge-Video Real Madrid sogar, okay? Mit Ronaldo. Komm. Aber nur 5 Sekunden. Nein. Ganz, ey, nein, ganze nein. Challenge. Ey, ohne dass ich verloren habe. Ich habe noch nie gegen dich verloren. Ich habe trotzdem Barca angezogen. Bro, dafür musst du dann als Strafe. Jetzt kommt er so, Digga. Aber ich kann echt, ich kann nur 5 Sekunden, Bro. Ich verbrenne. Mein Herz verbrennt. Hey, meins brennt auch. Ich krieg Schlaganfall. Wir machen jetzt die Challenge, Leute, und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt das Ganze nämlich selber auch zu Hause probieren, indem es dann bei der App hochladet. 14 Tage habt ihr Zeit, da mitzumachen, und der Gewinner bekommt ein unterschriebenes Jadon Sancho Trikot. Dieser Bereich übrigens von der App ist auch komplett kostenlos, Leute. Hier seht ihr jetzt die Challenge. 3 Mal hintereinander Latte getroffen, Leute. Hier war ich. Jetzt Nick. Alles ungeschnitten halt. Sirina Scheid, Walla machen Trip mit dir nach Dubai. In dem Lambo, wir cruisen in dem Lambo. Seid sehr kreativ. Natürlich werden es viele schaffen, 3 Mal hintereinander zu treffen. Aber dann macht halt sowas wie zum Beispiel 3 Mal Rabona hintereinander. Das wäre heftig, Digga. Ich bin gespannt auf eure Einsendungen und das Video mit den meisten Likes in der App gewinnt. Nächste Challenge, 3 Freistöße von 3 verschiedenen Positionen. Vamos. Digga, komm, Alter. Ich muss den Jungs mal ein bisschen zeigen, Digga, wo der Hammer hängt. Er war dran! Er war dran, Jungs! Hey, hey, hey! Hey, wa? Warte, oh, Mati, guck kurz auf Computer da hinten. Guck schnell, guck schnell. Hä? Gold? Ja! Ja! 2. Schuss, aber für den Schuss schon mal Daumen hoch. Oben rechts. Nein, oben links. Okay. Ja, Lukas, bereit? Oh mein Gott. What the fuck? Hä? Hast du gerade nicht gemacht, oder? Alle sind geflasht. Ey, Digga. Ist Santa? Digga. Ey, ich schwör, hätte den Manuel Neuer gehalten? Voila, wieder mal. Ey, das sieht vielleicht nicht so voll aus auf Kamera, aber wisst ihr, wie hart das war? Lukas, ich habe echt schon sehr viele Fußball-Challenges gemacht, aber ich glaube, das war mit Abstand in 5 Jahren oder so mein bester Schuss, Digga. Der ist hier drüber gerutscht, 100%. Oh, Digga, konnte man nicht halten, ganz Nein, ehrlich. Nein, war stark geschossen. Ja? Oh, danke, Digga. Freut mich echt heftig. Bevor jetzt Nico schießt, Leute, wichtige Info. Ich bin nicht explizit bezahlt worden für dieses Video, sondern ich bin einfach Teil von diesem ganzen App-Projekt. Ja, also das ist echt Herzensangelegenheit. Alter. Junge. Lukas, Alter. Heftig, Mann. Heftige Parade. Komm. Zieh durch, einfach Vollsprung. Oh. Was war das? Der ist so gehoppelt, gell? Ja, komm mal. Gut geschossen und schön gehalten, ja. Props an Lukas. Okay, Mati, letzter. Oh. Gestriffen. Latte gestriffen. Er ist gut geflattert, ja. Komm, Mati,
Messi-Shirt, Seitenziffer, das ist Visca Barca Starter-Paket, Digga. Und go. Boah, der ist krass geflattert aber, ne? Warte mal, habe ich Freischüsse gewonnen? Was geht denn hier ab, Leute? Okay, dann haben wir jetzt alle jeweils einen Punkt, ne? Boah, der war... Oh, ich habe auch meinen Muskel gerissen, Digga. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted. Jetzt kommt die allerletzte entscheidende Challenge, Leute, flanken und dann Schuss, im Bestfall Volley. Ja, hier ein Versuch. Ja, rechtsfuß, Digga. Hey, lass es. Hast du den Kopf gesehen? Was eine Annahme, Digga. Ja. Heute ist mein Tag, Jungs. Ich will ja nichts sagen. Aber das Real Madrid, Tico. Jetzt eine Königsdisziplin 1 gegen 1. Was redest du, Anton? 1 gegen 1. Nein, erst noch dran. Du hast schon verloren heute. Ja, boah, hab ich verloren. Du hast einen Schuss? Du hast einen Schuss? Und Leute, ich habe gegen Mathe gewonnen. Daumen nach oben. Allerletzter Schuss jetzt von Nico. Komm bitte, halt ihn, Digga. Ja, Lukas. Jawohl. Gewonnen, Leute. Egal. Real-Trikot hätte ich gewonnen. Es brennt die ganze Zeit so, wenn man drauf fällt. Digga, scheiße. Alles deswegen. Lasst einen fetten Daumen nach oben, da schaut bei den drei Jungs vorbei auf Instagram. Alles ist verlinkt in der Beschreibung und natürlich auch die Fußball-App, Leute, oben in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euren Support. Let's go. Das 2020 ein heftiges Jahr wird für uns alle, Jungs. Danke fürs Mitmachen. Gerne. Auch dann bis nächstes Mal. Wenn du wieder kassieren willst, ruf an, gell? Hey, hey, Leute. Das nächste Mal ist wieder 1 gegen 1 angesagt. Lass nicht. 1 gegen 1.